So, ja. Hallo, liebe Leute, da sind wir wieder. Ja, machen wir heute noch mal eine kleine Runde Civilization 1, ne? Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, wir hatten ja beim letzten Mal aufgehört, da hatten wir gerade die Panzertechnologie entwickelt, ne? Wir spielen für die Ägypter, ne? Ihr wisst Bescheid, das kommunistische Ägypten. Ja, bekannt durch seine Fortschritte, wunderbar. Dann machen wir mal Spiel laden. So, zack, C. Und dann gucken wir uns diese Geschichte nochmal an. Wo waren wir stehen geblieben? 1824. Ja, da waren wir. Wie war es denn? Jetzt müssen wir uns nach der Zeit, nach der langen Zeit, müssen wir uns erst nochmal ein bisschen orientieren. Ja, zack, so. Ja, wir hatten schon gute Fortschritte gemacht, ne, ganz klar. Ach ja, ich erinnere mich, wir hatten beim letzten Mal Tatung erobert. Hier haben wir den ersten Panzer in Auftrag gegeben. Wisst ihr was? Den kaufen wir uns auch direkt. Bums, zack. Okay, der erste Panzer wird in Tatung gebaut, ne, und hier ist das chinesische Festland, der chinesische Kontinent mit fünf sehr starken Städten, alle stark befestigt. Hier unten sind die Babylonier, genau so war es. Hier haben wir die Mongolen und die Griechen, die sich hier seit Jahrtausenden mittlerweile in den Haaren liegen. Ja, und unser nächstes Ziel ist es ganz klar, ne? Wir werden jetzt gucken, dass wir, ja, wir bauen jetzt erstmal ein paar Panzer, ne? Und dann gucken wir, dass wir die Forschung weiter vorantreiben und werden, oh, was sehe ich hier? Direkt schon unzufriedene Mitarbeiter. Wird mal noch ein Feiermatt, das hier ein Entertainer wird nochmal gemacht. Ne? Und dann werden wir gucken, dass wir möglichst schnell unser Spaceship bauen. Genau, so, okay, komm, lass uns mal weitermachen. Hier sind zwei Siedler auf der Insel. Eigentlich braucht die nur einen. Die ist ja schon komplett ausgebaut. Ich nehme einen Siedler, nehme ich mal mit rüber. Diesen hier, Babylos. Zack, so. Straßen bauen. Hier sind unsere Schlachtschiffe, die patrouillieren. Ne? Wie schrieb ein Zuschauer? Ne? Egypt rules the waves. Ganz klar. Wir haben auf den Weltmeeren das Sagen. Unsere Schiffe kontrollieren so gut wie alle Weltmeere und feindliche Schiffe mit Invasionsarmeen werden immer wieder abgewehrt. So gut, dann bauen wir hier auch mal einen Panzer. Wir wollten jetzt ja mal ein paar Panzer bauen. Ne? Zack. Unsere ja, Ökonomie sieht gut aus. Wir boosten die Forschung und Wissenschaft. Ne? Alles für Forschung und Lehre, damit wir möglichst schnell durch die einzelnen Technologien schreiten. Hier baue ich auch meinen Panzer. So, Karawanen haben wir noch ein paar auf Lager hier, wie ihr seht. Sieht also alles gut aus. So, hier unsere Schlachtschiffe patrouillieren. Ich glaube, das schicke ich mal unten rum. Oh, hier kommen schon. Ja, die Chinesen sind natürlich sauer mit uns. Wer hätte damit gerechnet? Ne? Wir haben Tatung eingenommen und
Die mögen das natürlich nicht besonders. So, was bauen wir hier? Hier bauen wir auch einen Panzer. Wir werden jetzt erstmal unsere Panzerproduktion ankurbeln. Zack. Die berüchtigten ägyptischen Panzer, ihr kennt sie alle. So, hier könnten wir auch mal ein bisschen. Oder wir schicken hier eine Einheit hin. Da ist alles nicht so zufriedenstellend. Ich glaube, wir schicken eine Einheit hin, um hier die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Bremen wiederherzustellen. Hier haben wir noch jede Menge Kanonen, da können wir einen entbehren. Oh, hier kommt schon unser erster Panzer. Der erste Angriff mit unserem ersten Panzer gegen einen Streitwagen. Das kann ja nur, puh, gut gehen. So, okay. Panzer können sehr weit fahren. Oh, hier sind auch die Russen sind im chinesischen Gebiet unterwegs. Nee, das machen wir mal nicht. Aber wir könnten mal Frieden schließen. So. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht, ne? So, gut. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es geht euch allen gut, Freunde, ne? Bin hier direkt in dieses Spiel wieder reingestürmt, ohne große Vorrede. Ja, so kennt ihr das, ne? Wir warten nicht, wir starten, egal was auch passiert. Wir gehen direkt immer, geben direkt immer Vollgas. So, hier musste auch mal langsam etwas die Infrastruktur noch ausgebaut werden. Hier schicken wir eine Kanone rüber nach Bremen, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Die Bürger rebellieren. Ja, hier machen wir auch mal. Komm, wir greifen mal an. Mal gucken. Ja, klappt wunderbar. Stand sogar auf dem Berg. Da haben wir ein paar Schweine gehabt. So, oh ja, hier in unserer Insel. Hier können wir natürlich auch Panzer produzieren. Ich stelle jetzt alles auf Panzerproduktion um. Ich weiß gar nicht, was wir noch. Oh, hier werden schon gebaut. Ich weiß gar nicht, was wir noch alles erfinden müssen. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten in puncto Technologie. Ne? Ja, kann man leider nicht sehen, was wir schon alles haben. Warte mal, ich gucke mal kurz bei den Advisors, Wissenschaftsberater. Ne? Im Moment entwickeln wir das Rittertum, wie ihr seht. Naja, sind ein bisschen hinten dran. Und dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir können auch bald den Flugzeugbau erfinden. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. So, wie gesagt, wir machen heute einfach mal wieder mal ein Stündchen Feuersbrunst in Kanton, um Gottes Willen. Ein Stündchen Civilization machen wir. So, Rittertum auch erforscht. Wunderbar. Ritter brauchen wir aber nicht mehr bauen. Ah, seht ihr, jetzt können wir auch Flugzeugbau. Ich weiß, Gentechnik war eine Sackgassentechnologie, ich glaube, die führte zu keiner weiteren Technologie. Die wird nur gebraucht, wenn wir später mal diese Future Techs brauchen. Ich würde sagen, wir gehen dann erstmal auf Massenproduktion. Kairo baut Karawane, hervorragend. Die bauen jetzt auch wieder Panzer. So. Ja, und dann werden wir Tatung werden wir hier halten und dann werden wir gucken, dass wir die anderen chinesischen Städte da auch noch einnehmen. Hoffentlich klappt das. So, hier sind die Karawanen. Die schicke ich mal auf unser Mainland, auf unsere Hauptinsel, ne, um da eventuell in Bereitschaft für weitere, ja, für weitere Weltwunder zu stehen. So, hier haben wir auch schon wieder ein Segelschiff entdeckt. Hier fahren wir auch mal um die Inseln herum. So. Ja, im Moment leider keine Livestreams. Ne? Irgendwie. Oh, da kommen sie aber alle an jetzt. Helipolis braucht auch ein Aquädukt. So, hier bauen wir jetzt auch endlich mal weiter aus. Ja, im Moment keine Livestreams. Leider ist die Internetverbindung nicht so stabil, aber ich hoffe, dass ich irgendwann wieder Livestreams machen kann. So, das Pferdchen, das ist natürlich hier, um uns zu ärgern. Komm, was soll das? Egal, der Panzer, der kann Schießübungen da machen. So. Zack. So, ja, wie gesagt, ich muss mal gucken. Sobald meine Internetverbindung hier wieder einigermaßen stabil ist, wird es auch sicherlich wieder den einen oder anderen Livestream geben. Derzeit leider nur sozusagen Ersatz-Livestreams hier. So, ja, okay, die sind natürlich auch sauer. Die bauen auch nochmal einen Panzer hier.
Zack. Was ist da los? Smolensk, ja, das war die Stadt, die hatten wir erobert von den Russen, ganz klar. Die können aber auch mal einen Tempel bauen. Oh, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, als wenn. Oh ja, guck mal hier. Ho, ho. Gesamteinkommen sind 46, Gesamtkosten 72. Da müssen wir was tun. Wir müssen ein bisschen an der Steuerrate schrauben. Gehen wir mal auf 40 hoch. Mal gucken, was sich jetzt getan hat. Handelsberater, ja. Ja, jetzt ist es wieder ausgeglichen, einigermaßen die Bilanz, ne? So, unsere Hauptinsel ist infrastrukturell voll ausgebaut. Eigentlich könnten wir die Siedler theoretisch auch auf eine andere Insel, die noch nicht so gut aus ist, mit einem Transportschiff packen. Aber könnten wir eigentlich machen, ein paar Siedler mal zu einer anderen Insel übersetzen, die es dringender braucht als unsere Hauptinsel. So. Ja, hier sieht es auch bedenklich aus. Hier ist Umweltverschmutzung. Da müssen wir mit P für Pollution, müssen wir die ganz klar entfernen. Ne? So, hier können wir auch mal unsere Schlachtschiffe trainieren ein bisschen. Oh, das ist immer gewagt. Ich habe immer ein bisschen Bammel, wenn wir damit solche Landeinheiten angreifen, aber was soll's. Oh ja, die Chinesen, die rücken uns jetzt hier zu Leibe so ein bisschen, ne? Oh, Dankeschön. Babylonia, das habt ihr nicht umsonst gemacht, das merken wir uns. So. Aquädukt gebaut, dann machen wir mal hier noch zwei Forschungs. So, einen Forscher, einen Steuerberater, ne? Ah, daneben geklickt, hervorragend. Ordnung und Smolensk wurde wiederhergestellt. Die bauen auch einen Panzer. Kann nicht schaden. So, hier war Bülos, war hier. Die bauen natürlich nicht weiter ein Aquädukt, sondern die bauen jetzt auch Panzer. Dauert noch eine ganze Zeit, bis wir die Artillerie leider bekommen. Ne? Das wird noch eine Zeit lang brauchen, aber okay. So, hier, die gehen auf Bereitschaft und hier wird weiter patrouilliert. Ja. Nochmal Angriff. Boah, die Panzer sind hervorragend. Guck mal, die können richtig was. Die neue Wunderwaffe. So, okay. Gucken, ob wir hier noch ein paar Schiffe finden, die wir aufbringen können. So, Massenprojekt. Also wie gesagt, die Forschung läuft jetzt gut, ne? Ich würde sogar darauf tippen, Freunde, wir kriegen das hier hin. Heute. In dem letzten Part. Und beim nächsten Mal, wenn wir dann einen Livestream machen, ich glaube, dann könnten wir eigentlich nochmal eine Runde Siedler zocken. Damit wir da auch mal weiterkommen. So. So rein aus dem Gefühl. Ne? Was meint ihr dazu? Oh, guck mal da. Haben wir einen Dreiruder gefunden. Oh. Jo, das war hier die Panzereinheit. Eine Veteranenpanzereinheit gegen eine Kavallerie. Keine Chance, ne? So, da. Oh, hier die Babylonier, die sind natürlich sehr aktiv an unserer Küste. Ne? Wie ihr seht. U-Boot könnten wir auch bauen, aber ich baue trotzdem wieder einen Panzer. So, ja, mit der Kanone können wir es leider nicht angreifen, ne? So, hier kommen die ersten Panzer. So, die gehen hier mal auf Bereitschaft. Wir werden nämlich gleich uns auch mal ein paar Babylonier schnappen gehen. So, hier wird weiter die Infrastruktur ausgebaut, ganz klar. So. So, hallo. Guten Tag. Achso, da unten, den habe ich aus Versehen auf Bereitschaft gesetzt. Der muss trotzdem weiterfahren. Die Busiris. So, oh, hier sind auch schon die ersten Panzer. Die ersten Tanks sind hier, rollen hier vom Band. Sehr erfreulich.
Wer kennt sie nicht, die berühmten. Oh wei. Oh, das ist gut. Ja, das war hervorragend, war das, ne? Und sie nehmen, jetzt können die natürlich auch, ja, die können jetzt auch Panzer bauen. Oh. Ja, das ist jetzt. Das ist not so gut, würde ich behaupten. Aber okay. Wer hätte das gedacht? Zwei Kanonen und ein Panzer, ne, von einer Kavallerie besiegt. Und das auch noch in der Defensive. Äußerst, wie soll man sagen, ne? Kommt mir recht spanisch vor. So, hier können wir auch direkt Panzer in die Transportschiffe einladen. Wir fahren jetzt mal mit einem Transportschiff, fahren wir jetzt mal schön. Na komm schon. Schön zu den Babyloniern gleich und werden die mal ein bisschen piesacken gehen. Mist, jetzt können die Chinesen auch Panzer bauen, um Gottes Willen. Das Spiel nimmt eine unvorhergesehene Wendung. Das ist ja jetzt gar nicht so gut für uns. Jetzt müssen wir hier wieder zittern, hör mal. So, hier baue ich auch mal ein Bahngleis rüber. Das ist mindestens sehr ärgerlich gewesen gerade. So, okay, ich nehme mir mal einen kurzen Schluck, Prosit. Ich habe mir Apfelschorle heute, eiskalte Apfelschorle bereitgestellt. Hervorragend, sehr lecker. So, hier ist auch ein Panzer fertig. Hier haben wir auch, also Transportschiffe haben wir jetzt im Moment genug. Zack. So. So, den Panzer, den nehmen wir auch mal mit rüber. Na, komm schon. So, den lassen wir mal übersetzen. Und dann werden wir uns zuerst, okay, zuerst werden wir uns die Babylonier schnappen. Drei Panzer, die können hier runter. Go to, zack. Lassen wir sie mal mit dem Go-to-Befehl fahren. Hier kommt ein Schlachtschiff, das kann unterstützen. Das ist hervorragend. Und hier bestreifen wir weiter die Küste und schauen, was wir. Wen wir da noch ärgern können, ne? Ihr wisst Bescheid. Oh, jetzt haben wir auch schon den Flugzeugbau. Jagdflugzeuge können wir bauen, Bomber glaube ich noch nicht. Das braucht man modernen Flugzeugbau. Wäre natürlich cool. Ich glaube, Gewerkschaften war auch, glaube ich, eine Technologie, die in der Sackgasse endet. Recycling. Komm, wir machen mal moderner Flugzeugbau, dann können wir Flugzeugträger und Bomber bauen. Dann können wir nämlich von hier unten, und ich glaube, Bomber ignorieren auch die Stadtmauern, ne? Militäreinheiten, Bomber. Moderner Flugzeugbau, Bombereinheiten ignorieren den Effekt von Stadtmauern. Am Ende der jeweils zweiten Einsatzrunde müssen sie zu einer Stadt oder zu einem Träger zurückkehren. Bomber haben eine Sichtweite von zwei Kartenquadraten. Ist okay, siehst du? Dann gehen wir jetzt mal, dann werden wir hier von Babylos, das wird dann unser Bomberstützpunkt werden. Von da aus werden wir dann hier, ja, ne? Perfider Plan, aber das müsste klappen. Hier ist auch noch ein Panzer, den schicke ich mal auch hier rüber. Ich sammle jetzt schon mal hier. Wir sammeln schon mal unsere Truppen ein. Hervorragend. Gleich werden wir dann auf Bomber umswitchen. So, pass mal auf. Da ist auch noch ein Panzer. Den nehmen wir auch mit. Ist doch ganz klar. Also, ihr seht, es läuft. Ja. Und gleich werden wir dann. Aber ich glaube, wir machen doch Raumschiffsieg, ne? Das hatten wir ja gesagt. Wir wollten ja mal einen Raumschiffsieg machen. Ich weiß nicht, ob ihr das wolltet, aber ich glaube, irgendwie, irgendwann haben wir uns da, oder ich habe mich mal da festgelegt. So. So, ja, die wollten ja mit hier rüberfahren. Zwei. Die Babylonier, die haben uns ja schon kräftig geärgert. So, und hier bauen wir jetzt auch einen Panzer. So, was können wir denn hier machen? Machen wir mal hier noch Wissenschaft und Forschung stärken. Ihr kennt es. Tja, mein Freund, wo willst du denn hin? Oh weh. Die Russen versammeln ihre Armeen wieder vor unserer Stadt oder vor ihrer ehemaligen Stadt.
So, der fährt weiter hier hoch und guckt mal. So, Achtung, Achtung, wo war denn hier noch ein Panzer? Ja, komm, wir fahren direkt runter. So. Ja, tut mir leid, aber das geht natürlich nicht. You shall not pass, oder wie war das nochmal? You cannot. Ja, you cannot pass oder du kannst nicht vorbei, keine Ahnung. Das war doch, da gab es doch mal was. Ich erinnere mich dunkel daran. So, hier ist auch ein Panzer fertig. Der fährt mal hier hin. Hier ist wird der Sammelpunkt für die Panzertruppen. Ja. Jetzt willst du auch noch Massenproduktion. Glaubt. Ja. Pass mal auf. Wer gleich Bomber baut. Angriff. Gut. So, wenn wir mal die Küste hier nochmal bestreifen, mal sehen, ob wir noch neue Siedlungen finden. Der geht wieder auf Bereitschaft. Hier kommt der nächste Transporter mit den Panzern. Angriff, Angriff. Jut. Hier hält. Ah, schon wieder ein Panzer. Bremen hat auch einen Panzer fertig gemacht durch unser gut ausgebautes Schienennetz auf unseren Inseln. Seht ihr, ist das Verschieben von Truppen ein Kinderspiel für uns. Zack. So, speichern. 1850. Oh. Jetzt wird's gefährlich. Oh, Neapel. Rebelliert. Dann baut Neapel. Die haben ja schon einen Tempel. Können wir die irgendwie beruhigen? Wo ist denn Neapel, wenn ich mal fragen darf? Es war doch hier oben. Ja, genau. Da müssen wir von Pitom eine Kanone verlegen. So, und hier. Oh, das ist natürlich gefährlich. Dann machen wir anders. Pass auf. Kommt der hier ran? Erst müssen wir den ausschalten. Zack. Und dann landen die Panzer an. Nö. Das hat jetzt keinen. Oh, das hat keinen großen Zweck mehr zu diskutieren hier mit denen. Die werden wir jetzt. Ja, den braten wir jetzt mal gut einen auf den Pelz, liebe Freunde, ne? Ganz klar. So, hier können wir auch Panzer. Oh, komm, wir setzen mal einen Panzer über. Vielleicht können wir hier ein bisschen auch schon mal ein bisschen ärgern. So. Zack. Oh, die Panzerproduktion ist wirklich gut angelaufen. Hier müssen wir auf jeden Fall auch auf Panzer umstellen. Die müssten eigentlich hier auch mal einen Aquädukt bauen, eigentlich, damit die Stadt auch noch mal ein bisschen wachsen kann. Oh ja, hier. Die Panzerproduktion läuft, Freunde. Da kannst du nichts gegen sagen. So. Puh, ja. Auch hier wird wieder ein Panzer übergesetzt. So, hier bauen wir weiter Eisenbahn aus. Ich will hier auch mal eine Bahnlinie zum Meer hinlegen, damit wir da auch vielleicht mal einen Sammelpunkt einrichten können. Oh, fette Beute, Freunde. Fette Beute, würde ich behaupten. So, die bauen auch Panzer. Ganz klar. Ordnung in Neapel wiederhergestellt. Hervorragend. Angriff. Ja, das. Wer kennt's nicht, ne? Da sind ein paar Leute, da sind fünf Mannekes, die sind mit Stöcken bewaffnet. Da kommt ein Panzer an und die locken den natürlich in die Falle. Zack, das können wir verkaufen. Ja. Brauchen wir nicht. Natürlich bauen wir hier Schützen. So. Okay. Jo. Ich will aber nicht, dass die Chinesen die Stadt einnehmen. Moment. Abwarten. Nö, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Ja, Babylos. Babylonia. Ah, ne, warte. Falscher Befehl.
So. Hier war auch einer zu sehen. Jo, hier, wir haben heute, jetzt machen wir hier richtig fette Beute. Zack, Panzer. Übergesetzt. Bergwerk ist fertig, gut. Ah, Moment. Oh, jetzt habe ich das Segelschiff ganz außer Acht gelassen. Das war jetzt nicht gut. Hier kommt noch ein Panzer. Zack. Also, ihr seht, ne? Ah, ihr seht manchmal. Warte, kriegen wir da oben das Wild noch mit rein? Nee, leider nicht. Dann bauen wir hier auf den Bergen noch ein paar Bergwerke. Ach, warte, das war falsch. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte da den Panzer ausladen. So. Ja. Boah. Sidon. Das ist natürlich schlecht. Wo liegt Sidon? Da. Okay. Da verschieben wir eine Truppe. Eine Einheit verschieben wir nach Sidon. Wer kann denn was entbehren? Die sollten aber eigentlich lieber Panzer bauen, ganz klar. Hier oben. Die bauen auch mal Panzer. Und eine Kanone setzen die frei. Die schickt mal runter nach Sidon. Ihr kennt das ja, um die öffentliche Ordnung und Sicherheit wiederherzustellen. So. Zack. Die fahren weiter zum Panzersammelpunkt. Oh Mann, ey. Jetzt scheppert's richtig, Freunde. Jetzt können wir gleich hier aber mal richtig loslegen. Zack. Warten wir auf nächste Runde, dann fahren wir los. Keine Sorge. So. Minen errichten. Ach so, ja, stimmt. Oh, Mist. Ja, die wollten wir runterschicken. So, okay, die bleiben. Warte mal, ich nehme erstmal hier die. Ich hätte gerne erstmal die Panzer gelandet, wenn es geht. So, gut. Und den können wir ja bewegen. Zack. Das wäre es dann gewesen, ne? Jetzt müssten die Babylonier eigentlich besiegt sein. Gehe ich mal stark von aus. Hier bauen wir nochmal eine Kanone. So. Ja. Babylonische Zivilisation wurde von den Ägyptern zerstört. Die wollen uns wieder eiern hier. Ne, jetzt ist aber Schluss, Mao Tse Tee. Mao Tse Tung. Zack, zwei Panzer rein. Dann gehen wir mal gucken. Der fährt auch wieder zurück. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, warten wir auf Bomber? Ja, guck hier, die sind direkt. Sidon, was ist denn mit Sidon los? Die sind direkt sehr aggressiv. Gut. Den Griechen schnappen wir uns auch. Zack, komm. So. Aber wisst ihr was? Ich lasse dieses Transportschiff hier stehen. Wir können dann gleich mit dem Transportschiff unsere Panzer hier rübersetzen und dann Cien Tago oder wie das heißt, einnehmen. Oder wir warten tatsächlich. Wie sieht es denn aus mit. Ach nee, Moment, Advisor. Mit dem Wissenschaftsberater. Oh, moderner Flugzeugbau ist bald fertig. Und dann. Dann werden aber Bomber gebastelt. Fragt nicht nach Sonnenschein. So, ach stimmt, hier wollten wir runter zu der Stadt Sidon eigentlich mit. Aber ja, 1853, die Ägypter entwickeln den modernen Flugzeugbau. Ne? Wer kennt es nicht? So, zack, zack. Feuersbrunst in ganz Mekka. Oh no, das ist ja, no, das ist ja schrecklich. Ja, jetzt. Oh ja, die Fürsten
Feuersbrunst hat natürlich jetzt hier ganz schön Schaden angerichtet und hat den Tempel vernichtet. Okay, müssen wir leider mal so machen. Die sind ja eine Fabrik am Basteln, brauchen so noch 105 Jahre. Ja, die Stealth-Technologie hier. Guckt euch das an. Bomber und Flugzeugträger. Jetzt gehen wir weiter auf den Raketenbau. Und ganz klar, die bauen Aquädukt, das müssen sie machen. Stellen jetzt um auf Bomber. Bomber. Hier auch. Bomber. So, und irgendwo müssen wir natürlich auch einen Flugzeugträger basteln. Unsere Hauptinsel wird jetzt die Bomberproduktion aufnehmen. Und hier werden wir auch einen Bomber bauen. Aber in Kairo wird ein Flugzeugträger gebaut. So. Damit wäre alles geklärt. So, hier wollten wir nach Sidon. Nicht durch die Städte fahren, das kostet Bewegungspunkte. Solange wir uns auf dem Schienennetz bewegen, können wir uns unendlich weit bewegen. So, und hier kommen jetzt unsere Panzer raus. Wir müssen aber noch auf die Bomber warten. Ganz so schnell können wir leider nicht agieren. Wie gesagt, ihr wisst Bescheid, Bomber ignorieren Stadtmauern. Oh, hier sind ja auch. Hier ist ja noch eine Stadt ohne Stadtmauern. So, hallo. Haha. Ja, es ist schon ein brutales Spiel, ich weiß, ne? Mekka wurde wieder hergestellt, die Ordnung, das ist hervorragend. Ich glaube, wir machen mal hier auch eine Sammelstelle für Siedler, wenn wir gleich das Schiff, das Transportschiff, kann dann ein paar Panzer rüberfahren, ein paar Siedler mitnehmen, damit wir die Infrastruktur hier ein bisschen besser boosten. So, die sind Panzer am Bauen. Das ist gut. Da können die auch weitermachen. So. Oh, na ne, dann. Dann noch nicht, Freunde. Ich bin mal gespannt, wann da die ersten Invasionen von den Russen wieder kommen. Wir haben ja da vor langer Zeit, vor vielen Jahren, ihr wisst noch Bescheid, ihr könnt euch noch daran erinnern, wurden wir ja da ganz schön immer von denen gepiesackt. Die sind ja immer übers Meer gekommen und haben uns dann ganz schön fies attackiert. Ne? Huh! Angriff, los! Zack! Oh! Das ist natürlich eine fette Beute. Zwei Weltwunder, den Leuchtturm und das Orakel haben wir uns hier gekrallt. Dann bauen wir hier Schützen. Hervorragend. Zack. Und hier mit denen müssen wir leider jetzt warten, bis die Bomber fertig sind. Ne? Dann werden wir hier von Edfu könnten wir wahrscheinlich rüberfliegen. Ja, was wollt ihr von uns, Freunde? Sind wir doch wieder Freunde? Nichts als hohle Drohungen. Du kriegst nichts von uns. Ablehnen. Wir wollen keinen Frieden schließen. Oh wei. Ah. Ja, dann bauen wir nochmal den Palast aus. Wir erweitern den Westflügel nochmal. Oh, schön sieht das aus. Toll. Helipolis braucht Aquädukt. Ordnung ist wieder hergestellt. Okay, vielleicht können wir jetzt hier mal. Die liegen sich auch in den Haaren. Ich wollte jetzt hier mal überraschungsweise da reingehen, aber okay. So. Panzer fertig. Sammelpunkt, gut. Hier sind wir noch immer unterwegs und versuchen Schiffe aufzubringen. Angriff. Zack. So. Kann nicht mehr allzu lange dauern mit unseren, ihr wisst Bescheid. Bombern, meinte ich. So. Versuchen wir mal hier mit dem Schlachtschiff eventuelle. Oh, hallo, wer seid ihr denn?
Die Chinesen setzen über Hawaii mit Panzern aus einem Segelschiff. Ach du meine Güte. Jetzt wird's natürlich kritisch, Freunde. Bomber. Jetzt wird es natürlich noch mal richtig haarig hier werden. Weil, oh wei. Ja. Hier bauen wir einen Flugzeugträger. Und die bauen auch, glaube ich, ne, die bauen einen Bomber. Hoffentlich geht das jetzt gut. Der ist uns hier durch die Lappen gegangen. Die starten einen Gegenangriff. Die sind ja unberechenbar, diese Chinesen. Angriff. Ah, nee. Nächste Runde. So, jetzt müssen wir hoffen und beten, dass das gut geht. Sonst haben wir nämlich echt, also werden wir hier nochmal richtig gut gekniffen von den Freunden der Nacht hier. Okay. Ja, er patrouilliert hier weiter. Und die. So, Angriff. Jetzt könnte es hier zu einer unvorhergesehenen Wendung kommen und dann verlieren wir nur eine Stadt vielleicht. Das wäre natürlich super ärgerlich. Boah. Wir haben Glück gehabt. Aber da sind nur Einheiten drin. Wo haben wir denn ein Schiff? Da. Ja gut, wir haben ein Schlachtschiff, das ist zwar unterwegs, aber das kommt nicht mehr rechtzeitig. Ich versuche den jetzt hier ein bisschen den Weg zu versperren, dass die nicht allzu einfach landen können. Okay, ne, sie ziehen sich zurück, Gott sei Dank. Boah. Puh. Was das denn? Die reichsten, die glorreiche. Z ja, die Mongolen sind eine sehr reiche Zivilisation. Das ist ja ein Ding. Hätte ich nicht gedacht. Sind noch immer im Despotismus, aber sehr reich. Das ist ja, ja sagt, so, muss ja nichts heißen, ne? Wie sagt man so schön. Muss nichts heißen. So. Da. Angriff. Wo sind denn eigentlich unsere ganzen Schlachtschiffe hin? Ich muss die jetzt. Müssen wir die eigentlich noch mal ein bisschen so zusammenziehen? Habe ich das Gefühl. So, okay, pass mal auf. Wir landen mal frecherweise an hier. So, hier greift man nicht mit an. Wir befestigen jetzt unsere Panzereinheiten, ne? Wie kann sowas passieren? Ne? Wie, das habe ich mich früher schon immer gefragt. Wie kann passieren, dass da so ein doofer Streitwagen von 5000 vor Christus. So, unseren Panzer vernichtet. Geht doch gar nicht. So, wollte ich nur mal kurz einstreuen. So, okay. Das Schiff fährt rüber und nimmt zwei Siedler, die beim Ausbau helfen, wieder mit. Gut. Das hat jetzt ja ausnahmsweise mal geklappt. So, hier Panzereinheiten sind befestigt. Der ist bestimmt hier oben aus der Stadt rausgekommen. Da, der erste Bomber ist fertig. Oh weh, oh weh, oh weh, Freunde. Wie war das jetzt noch? Jetzt müssen wir mal gucken. Wir fliegen jetzt erstmal hierhin. So. Chinesen entwickeln die Physik. Meine Güte. Zack, was soll denn der Blödsinn hier? Okay, die müssen jetzt was bauen. Die bauen mal ein Kolosseum. Oh Gott. Brauchen die 100 Jahre für. Komm, wir kaufen es. Wir haben ja ein bisschen Geld, haben wir gespart. Okay. Da müssen wir mal kurzfristig so machen. Keine Sorge. Der Sinn der Nahrungsversorgung ist. Die Nahrungsversorgung ist noch sichergestellt. So. Hier räumen wir jetzt auch mal auf. Aha. So, die setzten über. Ganz klar. So, ach so, hier haben wir ja noch einen Panzer stehen, sehe ich gerade. Das wäre gar nicht verkehrt wahrscheinlich, wenn wir den auch direkt mitnehmen. So. So, er stellt sich mal hier hin, da kann er dann beide Städte beobachten.
Und er fährt auch zu den Chinesen rüber. Wir müssen jetzt unsere Schlachtschiffe ein bisschen hier zusammenziehen. Das ist nun mal leider so. So, okay. 8 Züge, 5, 4, 3, Angriff von einem. Was war das jetzt? Ein B-52-Bomber abgeschossen von einem. Ja, das ist jetzt doof. Die haben natürlich auch. Die haben keine Physik und nix, aber die haben schon. Ne, ihr wisst, oh, das ist schlecht. Komm, wir setzen ihn mal hier drauf so und dann noch einen. So, okay. Ja, die haben leider. Sind sie noch in der Steinzeit am Leben? Okay, oh, Raketenbau. Super. Können wir. Ja. Kernwaffeneinheit bauen, aber dafür braucht man natürlich erstmal Kernspaltung. So langsam wird es aber ein bisschen ärgerlich hier, Freunde. Zack. Die können auch noch mal einen Siedler bauen. So, ist ein bisschen Verschwendung, ist nicht schlimm. Nur um die Infrastruktur noch ein bisschen auszubauen. Hier können wir noch mal ein bisschen erkunden fahren. Und hier werden wir jetzt massiv die Infrastruktur ausbauen. So, wir müssen unsere Schlachtschiffe sammeln. Die müssen jetzt zurückkommen. Ja, das war jetzt hier unser erster Bomberangriff. Ne? War richtig, richtig, richtig gut, würde ich sagen. Um nicht zu sagen, das war Mist. Also ich versuche mal, komm, wir fahren mal ein bisschen hier durch die Gegend. Vielleicht können wir oben Tatung noch mal einnehmen. Oder wie diese Stadt hieß. Ach Mist. So. Ja. Och nö. Oh, kann ich gar nicht bewegen. Warum nicht? Ja, jetzt haben wir natürlich da ein Problem. Die Kanone wird jetzt unseren Panzer angreifen. Und wie ich unser Glück kenne, wird die dem auch richtig einen überbraten. Aber dann ist das nun mal so. Ich kann es nicht ändern. Ist ärgerlich, aber müssen wir jetzt mit leben. So. Hat geklappt. Haben wir ja mal Glück gehabt. Ordnung in Smolensk wurde wiederhergestellt. Das ist gut. Die bauen weiterhin einen Panzer. Und die bleiben hier in Bereitschaft. So. Ja, das ist wirklich also hier spannendste Ereignisse hier in dem Spiel. Ihr kennt es. Dieses Spiel ist für seine Spannung bekannt, ganz klar. Wie viel haben wir denn? 1862. 1862 entwickeln die Ägypter, sind die Ägypter an der Kernspaltung am entwickeln. Aber wir sind unserer Zeit voraus, das ist wirklich wahr, ne? So, hier können wir uns mal hinstellen, auf die Lauer legen. Vielleicht können wir da noch einige Schiffe aufbringen. So, und hier fahren wir mal Richtung Tatung hoch. Oh, er hat überall, glaube ich, jetzt auch Aquädukte in seinen Städten gebaut. Ne? Es ist tatsächlich so, dass die Städte jetzt größer als 10 werden. Das bedeutet, ja, was bedeutet das? Ne? Es müssen Aquädukte in den Städten vorhanden sein. So, hier bauen wir einen Siedler. Zack. Und einen. So, was haben wir denn hier? Hier war auch ein Schütze fertig. Dann können wir hier die Panzer auch übersetzen. Na, komm schon. Wo haben wir das Transportschiff? Hier. Die Abydos. Das Transportschiff Abydos. Zack. Panzer, gut. Ja, also es sieht natürlich ganz klar, ganz gut aus. Okay. Dann müssen die Jungs halt noch ein bisschen feiern. So, also wir machen es so. So, oder? Ja, ist egal. Dann schrumpft die Stadt zwar eine in der nächsten Runde um eins, aber das ist nicht so schlimm.
So, der Flugzeugträger ist fertig. Hervorragend, dann werden wir hier. Oh, Sire, our population cannot support so many military units. We must eliminate some of our old units before we can build new ones. Das ist jetzt ganz komisch. Das haben sie nicht übersetzt, weil diese Nachricht anscheinend nicht so oft kommt. Wir müssen ein paar alte Einheiten eliminieren. Das Einheitenlimit wurde erreicht. Na komm, dann greif mal an. Müssen leider jetzt ein paar Einheiten erstmal eliminieren, bevor wir wieder neue bauen können. Das ist natürlich äußerst unangenehm, aber dann müssen wir jetzt hier mit den Panzern mal losfahren. Kommt. So. Ja, klappt doch. Was wollt ihr denn? Und Isaac Newton College haben wir uns geschnappt. So, den verkaufen wir. Die sind natürlich jetzt höchst unzufrieden, aber das macht nichts. Wir werden jetzt erstmal hier eine Riesenparty ausrufen. Koste es, was es wolle. So, okay. Die Panzer sind auch ganz gut, auch gegen Städte, die Stadtmauern haben anscheinend. Sagte es und ging kaputt. Nope, leider nicht. Wir können leider nicht mehr verhandeln. Das geht jetzt nicht mehr. Tut mir leid. Wir müssen jetzt mal hier Nägel mit Köpfen machen, Freunde. Vielleicht kann jede Stadt, wie war das? Jede Stadt kann nur eine bestimmte Anzahl an Einheiten verkraften oder versorgen. So ein bisschen wie bei StarCraft die Depots vielleicht, die man bauen muss. So. Wir haben natürlich auch viele Karawanen noch auf Bereitschaft stehen. Die brauchen wir auch gleich, wenn wir gleich dann auf die umswitchen auf den Modulbau für unsere Raumstation. Ne? Ihr wisst Bescheid. Ihr erinnert euch dran bestimmt. So. So, das Peking. Da könnten wir auch mal hier einen Überraschungsangriff auf Peking starten. Zack. Sewastopol hat keine Stadtmauern. Oh, das ist ein chinesischer Panzer. Russen erwerben das Baugewerbe von den Mongolen. Die sind alle noch. Oh Gott. So, da muss ich darauf erstmal ein Schlückchen über. Und ihr macht auch Ärger. Das finde ich nicht gut. So. Dann Party on. Nee, geht leider nicht. Muss ich hier so ein Dings runternehmen. So. Ja, okay, alles wieder hergestellt. Wunderbar. Flugzeugträger kommt auch mit. So, Xing. Wen haben wir denn da? Hallo, hallo. So, hier können wir zwei Panzer freisetzen jetzt. Der fährt wieder zurück. Angriff, los. Na bitte, klappt doch. Peking wird jetzt belagert. Zack, von den ägyptischen Panzern. Stadtmauer blieb intakt. Können wir direkt ver. Nö, können wir na. Ne, behalten wir erstmal, würde ich sagen. So. Party on. Und zwar bauen die natürlich Schützen. So, 14 Millionen Menschen im ägyptischen Reich. Im Reich der Pharaonen. Ne, komm, wir machen jetzt Nägel mit Köpfen. Du kümmerst dich um Tatung. Gut. Schützen. Und der andere Panzer. Moment. S. Peking. Nanjing. Greifen wir auch an. Zack. Die können bald gar keine Panzer mehr bauen. Oh. Nee. So, ja, okay. Das ist natürlich so ein Angriff, kostet natürlich auch jede Menge Material. Ihr wisst das. Aber unser Tempel ist wirklich schon groß und schön. So, Sidon, die machen auch in regelmäßigen Abständen immer mal wieder Ärger, ne? Ganz klar. Dann bauen die auch jetzt mal. Tempel haben sie natürlich schon.
Eine Kolosseum. Ja, komm, Leute. Nur nicht hier, ne? So. Der Panzer, der muss. Ach, der Panzer, der Siedler muss sich leider zurückziehen. Da ist eine Legion, die ihm auflauert. So, und hier bauen wir natürlich jetzt. Hier ist auch noch ein Panzer, den setzen wir jetzt auch über wieder. Versuchen hier noch mal ein bisschen rumzuterzen. Ihr wisst, was ich meine. Oh, was ist das denn? Nö, wir wollen jetzt nicht mit euch reden. Ihr habt uns lang genug hier ärgert. Verdammt nochmal. So. Okay, Schlachtschiff fährt auch mal zurück. So, ein. Boah, ja. Wenn wir nicht gesagt hätten, wir machen einen Weltraumsieg, dann zack. Nee, abbrechen. Warten. Wenn wir nicht gesagt hätten, wir machen tatsächlich einen Weltraumsieg, würde ich sagen, wir würden jetzt einfach mit den Panzern alles überrollen, weil die Griechen und die Mongolen, die sind nun wirklich nicht so stark. Oh, da waren. Da war er, da wollte er hin. Ja, die finden alle möglichen Sachen hier wieder. Ordnung in Sidon hergestellt. Dann baut bitte einen Bomber, wenn es recht ist. Ja. Gut. Da wollten die hin. Ich hab's genau gesehen. Angriff, Mist. Wann sind denn die Bomber endlich fertig, die wir alle in Auftrag gegeben haben? Wir haben so viele Bomber gebaut, aber das dauert nicht. Die brauchen sehr lange, bis die fertig sind. Ja, es tut sich so. Tut sich so einigermaßen was. Komm, ich warte eine Runde und greife dann an. So, hier kommt der Flugzeugträger. Gut, man muss nur ein bisschen schimpfen. 4, 12 Züge insgesamt. 2 Züge. Der kann dann gleich direkt auf dem Flugzeugträger landen. Ja. Naja, kommt, was wollt ihr? Die Griechen sind monarchisch. Nee, nee. Automobilbau ist noch nichts für euch, schon mal. Frieden wollen wir schließen. So. Freunde. Manhattan-Projekt. So, okay. Was wollen wir jetzt machen? Wir wollen weiter in Richtung ganz klar Raumfahrt. Ja, Lebensmittel sind verbraucht. Das ist halt nun mal so. Und bauen jetzt in Memphis in unserer, wie soll ich sagen, Weltwunderstadt, ne, bauen wir jetzt das Manhattan-Projekt. Und jetzt werden hier natürlich ganz klar alle Karawanen wieder aktiviert. Dann können wir gleich nämlich auch noch, ja, das ist natürlich nicht so schön, aber wir können dann tatsächlich noch mal eine Nuklearwaffe einsetzen. Warum eigentlich nicht? So, komm her. Zack. Los geht's. Ist natürlich grausam, aber wir machen es trotzdem. Just for the kicks. Fliegen erstmal hier Zwischenlandung machen, ganz klar. So. So, oh, da tauchte nämlich gerade auch schon ein Panzer auf. Den habe ich aus dem Augenwinkel schon gesehen. So. Ja. Angriff. Ja, klappt nicht. Das ist immer so ein bisschen zufallsgeschuldet. Ne? Wie sagt man so schön? Oh Gott. Ja, das Manhattan-Projekt, das dauert natürlich jetzt. Das kriegen wir natürlich mit unseren Karawanen nicht geboostet. Wir sind ja woanders überall noch Bomber am Bauen. Da müssen wir mal gucken, wo wir hier. Ja, komm, du baust mal eine Karawane. Wir brauchen jetzt. Zack. Oh, dann sind die direkt nervös. Wir direkt wieder einen zur Arbeit schicken, das mögen die nicht. Okay, hier bauen wir den Bomber fertig und dann schwenken wir gleich wieder um auf Karawanenbau. Ne? Haben jetzt ja einige Bomber hier schon fertiggestellt. Ja, das ist natürlich doof. Jetzt haben wir da den Griechen vor unserer schönen Stadt Babylon. Babylon stehen. So, die bauen weiter Karawanen, ganz klar. Warte mal, ich ändere das auch mal um. Den hier mal hier hin. So. Bringt ein bisschen mehr
Ja, bringt ein bisschen mehr Produktion, ne? So. Ja, also wir liegen gut in der Zeit, ne? Wie ihr seht, 1868 ist es soweit gewesen. So. Okay, 8 Züge. 1, 2, 3, 4, 5. Angriff. 1, 2, 3, 4, 5. Jo. Die haben gute Flugabwehrkapazitäten. Diese Musketiere. Wie schießen die den B-52-Bomber ab, frage ich mich. Ich habe so ein leichtes Kribbeln im rechten dicken Zeh, als wenn es das hier jetzt gleich schon gewesen wäre, wieder für die Stadt. Wartet mal, haben wir hier ein Transportschiff? Die hätten wir besser da oben abgesetzt in der Stadt, die Panzer. Können wir hier irgendwas entbehren? Aber dann sind die auch direkt wieder nervös, wenn wir hier die Einheiten rausholen, ne? Nee, komm. So. Zack. Puh. Ja, der muss jetzt auf jeden Fall landen, und zwar auf dem Träger. Zack. Das haben wir ja. Das wurde uns ja erklärt. Nö, ich will jetzt nicht. Ihr habt uns oft genug zum Narren gehalten. Oh, die Russen sind wieder despotistisch geworden. Sheriff mit der Kanone im Hintergrund. Ne, Kernspaltung kriegt ihr nicht. Okay, wir machen mal Frieden, ne? So. Wir wollen Frieden. Wir sind doch friedlich. Tanis, was ist denn da los? Zwei Männekes. Ja, das ist, weil ich gerade sagte, wir haben da die Leute rausgenommen. Da werden die direkt nervös, ne? Tyros auch. Im Moment geht's aber los hier in unserem, im Reich der Ägypter. So, mal gucken. Können wir hier noch eine Einheit entbehren? Und hier, ne, hier eigentlich nicht. Ich kaufe mal einen Panzer. Komm, was soll's. So, hier sind wir weitestgehend fertig mit dem Ausbau. Und hier kommen die Reinforcements. Hoffentlich hilft's noch was. So, abwarten, abwarten. Und, ach, jetzt ist der Bomber wieder fertig. Zack. Wir brauchen mehr Bomber. 3, 2, 1. Oh, gerade so auf der letzten Rille angekommen. Aber ist nicht schlimm. Die können zwei Runden in der Luft bleiben, wissen wir ja, ne? Wie sieht es denn eigentlich aus hier mit dem. Ah, die sind natürlich gut am Klotzen hier, ne? Ich würde ja gerne doch noch. Ein paar Bomber würde ich doch noch gerne bauen. Ne? Machen wir auch so. So, hier fahren wir mal erkunden, ob wir hier noch weitere Städte finden. So. Ja, ziehen sich zurück, okay. Neapel jetzt auch, ja, ganz klar, das ist. Doof ist das. So. Da war der Panzer fertig, der hier braucht noch eine Runde. Der kann hier. Jetzt müssen wir hier Panzer zur Sicherung der Städte einsetzen. So, der hat wieder volle. So wollen wir das sehen. Das ist doch wunderbar. Zack. Nanjing. Stadtmauern, komm, die vertickern wir direkt. Braucht man nicht. So, wie sieht's hier aus? Können die wieder ein bisschen, ne, die revoltieren dann direkt. Direkt eine Revolte angezettelt. Gibt nur noch eine Stadt jetzt, die wir einnehmen müssen hier, ne? Ne, große Kirche nicht, die bauen Schützen. Ja. Party on. Okay. Ne, Shanghai nehmen wir jetzt auch ein. Okay, der bleibt stationiert und. Dieser hier hat 8 Züge, der fliegt hier oben nach Kanton. Wenn jetzt unsere Bomberstaffeln etwas. Ja, wir sind im Moment im Frieden mit den Griechen, ne? Dann belassen wir es auch dabei. So.
Ich werde die Bomber, werden wir jetzt nach oben nach Kanton schicken. Ja, abwarten. So, wo bauen wir denn? Hier bauen wir nochmal auf 1, ne? Zack. So gut wie kein Unterschied. Doch, da sind ein paar Mannekes jetzt zu sehen. Ja, okay, das ist klar, ne? Tanis ist auch noch am Revoltieren. Können wir jetzt aber leider noch nichts machen. Hier kauft man Panzer, komm. Ist ärgerlich, aber was wollen wir machen? Zack, alle Bomber fliegen nach Kanton. Und er bleibt hier auf dem Berg stehen. Der hat. Oh, guck mal hier. Okay. So war das. Mist. Ja, die Griechen, die haben jetzt gemerkt, die Chinesen stehen stark unter Druck und greifen jetzt natürlich auch an. Die wollen ja auch ihr Stück vom Kuchen haben. Wenn. So, okay. Drei. Okay, gut. Dann bauen wir hier jetzt mal einen Siedler. Angriff! Ja, Vertragbrechen, komm. Los. Wird angegriffen hier. Was soll das hier zappeln? Hier auch. Oh, wei. Hoffentlich kneifen sie uns jetzt nicht in den Po. Nee, nee. Oh, wei, die Griechen. Nee, wir wollen nicht reden. Oh, gut gemacht. Gut. Ja, das war eine militärische Katastrophe war das, liebe Freunde. So. Zack. Warten. Die Griechen müssen mal angreifen. Die wollen uns in den Rücken fallen. Zack. Genau, und hier auch. Hier sind sie nämlich, haben schon ihre Invasionsarmee hier eingeschifft, um wieder überzusetzen und uns anzugreifen. Verdammt nochmal. So, also ich glaube, heute wird das doch nichts mehr. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir sind jetzt auch soweit schon wieder eine Stunde dran. Heute wird das mit dem Raumschiff dann doch nichts. Dann wird es dann tatsächlich nochmal eine weitere Folge geben hier zu diesem Super Game, ne? Wie sieht es hier aus? Ja, Manhattan-Projekt ist. Das Manhattan-Projekt bauen wir noch fertig. So, die sind alle Bomber am Basteln. Ja, ich will nur eine Runde Bomber, müssen wir noch fertig machen, Leute. Es muss sein. Es tut mir leid. Oh. Und die Russen nehmen Automobilbau. Ne, Kernspaltung, um Gottes Willen. Aber die können doch ja nicht damit umgehen. Raumfahrt, wunderbar. Apollo-Programm und RS-Struktur. Plaste oder Kernkraft? Kernkraft, komm. Komm, wir machen noch die letzte Stadt der Chinesen. Ah, oh, das war doof. Ein Bomber geopfert. Das war jetzt Mist, aber die letzte Stadt eingenommen. Und ich meine, das müsste es dann auch für China gewesen sein, oder? Wenn ich mich nee, müsste jetzt eigentlich, hätte jetzt eine Nachricht kommen müssen. Chinesische Zivilisation zerstört, aber die werden noch irgendwo werden, die dann noch eine Stadt in petto haben. Who knows where? Wer weiß wo. So. Bestimmt hier oben auf dem. Hallo? Aquädukt. Brauch auch welche. Ja, im Moment geht es rund hier so ein bisschen, Freunde. Wie ihr seht. Die bauen einen Tempel. Zack. Und hier wird. Setzen wir mehr auf Produktion jetzt erstmal. So, hier müssen wir die Pollution, P für Pollution, P für Umweltverschmutzung, müssen wir erstmal beseitigen. Ja, so ganz
zack. Ganz toll hat es nicht geklappt jetzt hier, ne, so wie ich das wollte. Okay, den Bomber schicken wir auf den Flugzeugträger. Den fahren wir mal hier hoch. Die haben bestimmt hier auf dem russischen Mainland, haben die irgendwo, haben die da garantiert noch eine Stadt gegründet. Oder irgendwo abseits. Jetzt ist die Frage, sollen wir ändern und zwar in Apollo-Programm? Manhattan-Projekt für Kernwaffen, Apollo-Programm fürs Raum, für den, ihr wisst schon, ne? Zack. Komm, wir machen Apollo-Programm. Dann werden wir jetzt erstmal hier uns wieder auf defensive Spielweise einstellen. Mist. Ist auch schon wieder einer, der ist nervös geworden. Ah, okay, komm. Wir bauen heute noch das Apollo-Programm. Das ist wichtig. So, hier die Insel ist mittlerweile voll ausgerüstet, voll ausgebaut. Noch nicht ganz. Da unten ist noch ein Zipfel. Können wir noch was basteln? So, Bomber. Fahren wir mal hier hoch. Bomber können auch hervorragende Aufklärer sein, ne? Ja, im Moment ist wirklich. Im Moment ist es nicht so gut, ich weiß es, Freunde, aber wir müssen da jetzt durch. So, Pitom baut Tempel und ist wieder. Die Ordnung wurde wiederhergestellt. Wunderbar, dann können die. Ne, komm, bei denen bauen wir jetzt Karawanen. Wir werden jetzt wieder auf eine friedlichere Koexistenz übergehen. Wir haben jetzt lang genug Krieg geführt. So, da haben wir ja auch noch. Genau, komm, wir setzen über. Ja, jetzt macht mir natürlich kein gutes Gefühl, dass die Russen hier die Kernspaltung haben. So, der Bomber fährt mal. Angriff aufklären. So, Nanjing. Ja gut, okay. Die sind mittlerweile so ein bisschen, zumindest haben sie sich beruhigt. Peking kann Stadtmauern und Kasernen verkaufen. Braucht man nicht mehr. Okay, egal. Nächste Runde. So, hier fahren wir auch mal. Ich will mal gucken. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen aufklären. Jetzt wollen sie auch noch den Automobilbau haben. Okay, komm, wir machen erstmal Frieden, Freunde. Erstmal Frieden. Na? So. Ja, dann können wir direkt hier bleiben. Der muss nämlich dann direkt wieder eingeladen werden. Ja, Peking, Shanghai, Nanjing, die sind im Moment, sind die natürlich nach diesen schweren Schlägen da, haben die natürlich so ein paar Probleme, aber das ist nun mal so. So, Bomber, gut. Zack. Wo seid ihr? Hallo. Ach, die Mongolen sind auch schon gelandet. Na toll. Ich glaube, wir könnten. Okay, oh, hier bauen sie auch einen Bomber. Wir gehen jetzt wieder rüber. Wenn die Bomber durch sind, gehen wir wieder rüber auf Karawanen. Na? Zack. War hier noch eine Stadt vielleicht? Nee. Okay, die müssen jetzt auch mal ein Aquädukt bauen, damit sie nochmal wachsen können. So. Der geht hier auf. Chinesische Regierung ist gestürzt. Mongolen erwerben Bank. Oh Gott. So, das ist auch gut. Dann bauen die jetzt Karawanen. Ja, im Moment ist leider nicht so ohne weiteres möglich. So, okay, zwei Bomber. Wir klären weiter auf. Oh, Moskau war wohl schwer angegriffen worden. So, abwarten. Lass mal hier, wir fliegen mal hier eine Runde über russisches Territorium. Oh, da haben sie eine neue Stadt gegründet. Gut.
Gut zu wissen. So, und hier kommt auch mal ein Bomber, der kann. Runden. Da müssen wir müssen immer ein bisschen aufpassen. Oh, jetzt kommt die Bomberproduktion aber endlich mal in Gang. Tatung baut einen Siedler. Sollen wir heute ein bisschen Überlänge machen, Leute? Komm, was soll's? Ne? Wir zocken ja sonst immer nur eine Stunde. Heute mal ein bisschen Überlänge machen wir heute. So. Die Bomber müssen gleich natürlich zum Flugzeugträger zurückkehren. Ja, das geht natürlich nicht hier, ne? Tut mir leid. So, den holen wir mit hier rüber. Ah, ja. Gleich wird schon alles klappen. Oh! Jetzt haben sie es aber auf uns abgesehen. Verschmutzung bei Leipzig. Jetzt haben sie es hier unten aber, glaube ich, so ein bisschen auf uns abgesehen. Wie sieht es denn aus? Was bauen die denn noch? Nee. Wir brauchen Panzer, Leute. Zack, komm, wir müssen jetzt einen kaufen. Tut mir leid. Die haben uns hier ganz schön, wollen uns hier ganz schön, wollen uns ans Leder, ne? Wie sagt man so schön? So, landen, landen. Ja, können wir jetzt nichts machen hier. Ja, okay, die gehen auch mal wieder auf den Flugzeugträger zurück. Müssen sie, sonst sind sie gleich, stürzen sie gleich ab. Oh weh. Ja, ist natürlich ein Ding hier. So, okay, der landet auch mal zwischen. Wir bauen jetzt, stellen jetzt aber wieder auf Karawanen um, haben wir gesagt. Der baut den noch zu Ende und dann stellen wir hier, oh, den bauen wir auch noch zu Ende. Nun komm, nur nicht übertreiben. Hier fangen wir jetzt an, wieder auf Karawanen umzustellen. Der baut auch wieder Karawane. Wir müssen jetzt das Apollo-Programm müssen wir jetzt boosten. Ne? So, wie sieht es hier aus? Ja, der braucht noch 100 Jahre, bis der den Panzer fertig gebastelt hat. Ne? Habe ich das Gefühl, aber okay. So. Ja, ist klar. Ich hatte es befürchtet. Automobilbau, die wollen alle Panzer haben. Ne? Das kann ja, das war ein Fehler, Freunde. Oh, schon wieder Verschmutzung. Überall wird hier Verschmutzung. Ne? Ist ja nicht so schön. So, Karawane, die bleiben beim Karawanenbau. Kernkraft. Bedeutet was? Kernkraftwerk, Städteausbau. Jetzt bauen wir Plaste. Müssen wir hier wieder aktivieren. Ja, die. Leider ist die Umweltverschmutzung nicht zu verachten. Ne? Ist ganz klar. Oh, das ist ja auch Umweltverschmutzung, sehe ich gerade hier bei uns. Bei Leipzig. Okay. Er hier kann vielleicht. Ne. Er hier ist bereit. So. Ja. Ich würde sagen, Angriff. Angriff. Und ganz klar. Tja. Ganz, ganz klar. Mist. Hat nicht geklappt. Angriff. Zack. So, okay. Der hat 16 Züge, den schicke ich mal hier runter. Auch in der Gefahr, dass wir in der nächsten Runde eventuell die Stadt verlieren, dadurch zwei Bomber, was nicht sehr vorteilhaft wäre für uns. So, wo haben wir einen Transporter? Da oben haben wir einen Transporter. Der wird sich jetzt gleich mal um die Karawanen kümmern. So, komm, wir sind gerade gut dabei. Wir spielen noch ein bisschen. Ich habe jetzt auch Bock, hör mal. Ich will zumindest hier noch Moskau einnehmen. Zack. Da ist sie. Wir haben sie gefunden. Die letzte Stadt der Chinesen. Ja, auch gut. Zurück. Dann fahren wir mit dem Panzer erstmal hier oben die letzte Stadt der Chinesen einnehmen. Damit da auch Tiflis. Tiflis? Ja, wer kennt sie nicht? Die chinesische Stadt Tiflis. Ganz klar. So, okay. Hier können wir nochmal unser Apollo-Programm boosten. Zack.
Lass mal gucken, wie weit sind wir jetzt? Das müsste jetzt auch, glaube ich, dann die nächste Runde schon fertig sein. Nee, noch nicht. Okay, wir müssen noch ein bisschen. Das Apollo-Programm bauen wir noch. Und die letzte chinesische Stadt nehmen wir uns. Dann kann hier Ruhe herrschen. Das ist für heute dann aber auch Schluss. Wir sind schon über eine Stunde dran. Meine Güte. So, er fährt runter, die Karawane abholen und er greift. Quatsch. Wo zum Kuckuck? Was zum Kuckuck? So. Gut. Zack. Ach, ich bin so doof. Ich bin manchmal wirklich, Leute, ihr seht es ja mal, manchmal bin ich wirklich. Nee, nee, komm, Raketenbau, ich glaube, es geht los. Hör mal, ihr seid noch hier im Mittelalter mit Butzenfenstern dran und wollt von mir. Nee, Frieden will ich jetzt auch nicht. Jetzt aber Schluss. Wir haben noch. Wir haben keine. Oh. Cool. Ja, Apollo-Programm. So, okay, jetzt können wir theoretisch schon unser Raumschiff beginnen. RS-Struktur können wir jetzt hier bauen. Ne? Ich glaube, das Apollo-Programm war Voraussetzung für. Und was das Apollo-Programm auch Tolles hatte, es zeigt alle Städte an. Ne? Wenn jetzt hier oben Städte wären, würden wir die sehen. Wir sehen jetzt wirklich alle Städte, die es auf dieser Erde hier gibt. So. Hervorragend. Das war auch ein cooles Feature. Alle Städte werden sichtbar. Ja, ich erinnere mich dran. Das haben wir manchmal auch gerne. So, jetzt greifen wir an. Hier kommt der Panzer. Wir können jetzt tatsächlich schon mit unserem Raumschiff starten. So, jetzt fangen wir nämlich hier an. Ich glaube, mit Karawanen können wir auch die. Das müssen wir jetzt auch noch kurz ausprobieren. Können wir nämlich auch das boosten so ein bisschen. Ne? So. Gut. So, wir bauen jetzt natürlich überall wieder Karawanen. Damit wir dann auch gleich. Oder die können auch mal eine RS-Struktur bauen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir brauchen 35 RS-Strukturen und dann Lebenserhaltungskapseln und was nicht noch alles mal. Das wird ein wahres Vergnügen. So, und hier sammeln wir schon mal die Bomber. Gut, Karawane gebaut, das freut mich, weil unser Flugzeugträger, der muss nämlich gleich dann hier wieder zurückfliegen. Aber wir müssen nur abwarten. So, der muss auf jeden Fall zum Flugzeugträger zurück. Der Panzer fährt weiter hier hoch. Die Chinesen, die holen wir uns noch. Und dann ist aber gut. So, okay. So, ja, gut, wunderbar. Können wir jetzt noch direkt testen, ob die Karawanen bei RS-Strukturen helfen können. Da testen wir jetzt auch noch. Ja, komm, heute ist egal. Wir sind heute ein bisschen mit Überlänge am Zocken. Who cares, ne? Ganz egal. So ist das nun mal, ne? So, und hier bauen wir jetzt auch, überall fangen wir jetzt an, Karawanen zu bauen. So. Ja, das ist gut. Die bauen auch eine Karawane jetzt. Ne, die können nur einen Schützen bauen. Lass ruhig noch ein paar Schützen bauen. Wir müssen uns hier Babylos, müssen wir uns auch zurückholen. Nicht Babylos, Babylon. Babylon. So. Okay, total cool. Also das nervt. So, okay. Wie sieht es hier aus? Der hat 16 Züge. Kommt der bis zu dem da oben hin? Nee. Dann gehen wir erstmal auf Bereitschaft. So. Berlin braucht Aquädukt. So, okay, die können jetzt auch weiter Karawanen basteln. Wir wollen ja möglichst schnell das Raumschiff fertig kriegen. So, hier die Insel ist auch vollständigst ausgebaut. Da könnten wir gleich auch noch ein paar Siedler übersetzen. So, hier sind auch zwei Karawanen, die auf jeden Fall Richtung Hauptinsel verfrachtet werden. Naja, komm, mal nächste Runde, ist jetzt auch egal.
Ja, hier geht es auch immer weiter. Wenn ich mal ein bisschen mich konzentrieren würde, wird das auch besser klappen. Ihr wisst Bescheid. So, eigentlich brauchen wir hier jetzt auch keine Panzer mehr bauen. Wir gehen jetzt hier komplett, der baut Bomber. Wir gehen jetzt hier mal komplett auf RS-Strukturen. Wir müssen nämlich jetzt hier dringlichst unser Raumschiff ausbauen, damit wir möglichst schnell. Ja, ihr wisst Bescheid, damit wir möglichst schnell nach Alpha Centauri kommen, ne? Die Ägypter, die ersten, die aufbrachen, neue Welten zu kolonisieren. So, okay. Warte, jetzt müssten wir eigentlich unter World müssten wir uns jetzt auch. Ne, Raumschiff kann man sich noch nicht angucken. Ich glaube, da müssen wir erst ein RS-Modul fertig gebaut haben, ne? Wenn ich richtig. Große Kirche, so ein Quatsch. Hier, die bauen RS-Modul. So, gut, okay. Okay. Wir greifen noch einmal an. So, und dann nehmen wir sie ein. Zack. Das müsste jetzt aber gewesen sein. Die Chinesen dürften jetzt hier keine Stadt mehr haben. So, okay. Sehr gut. Wunderbar. Und dann fahren wir schon mal ein bisschen runter. Der Bomber kann ja dazu stoßen gleich. Zack. Okay, fliegen jetzt unsere Bomber hier hoch auf unseren Flugzeugträger. Hier waren zwei Bomber stationiert, die müssen wir wieder aktivieren. Der hält sich in Bereitschaft. Wunderbar. So. Jetzt warten wir noch eine Runde. Und der hier, der fliegt auf jeden Fall zu den babylonischen Inseln. Oh Gott, da kommen wieder Chinesen. Nee, Russen. Kanton baut RS-Struktur. So. Flugzeug 10 Jahre. Wir können losfliegen. Das reicht. So. Tiflis, was ist denn Tiflis los? So, Panzer. Ich meine nämlich, die Karawanen könnten die Raumschiffstrukturen auch unterstützen. Aber das testen wir jetzt noch schnell. So, hier schicken wir den Panzer los. Die Lage in den Städten. In chinesischen Städten ist nämlich jetzt auch wieder unter Kontrolle. Ich will aber hier unten die Insel der Babylonier will ich wieder zurückerobern. So, warte, lass mal gucken, was sind wir denn hier am Bauen? RS-Struktur. Ne, geht nicht. Okay. Also, wir können leider keine Unterstützer, müssen wir die so bauen jetzt hier in den Städten, die ganzen RS-Strukturen. Schade. Ich hoffe ja nicht, dass jetzt hier irgendwie so erst den Bomber natürlich. So. Ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass jetzt die. Wer hat uns denn jetzt eben gerade die Kernspaltung geklaut? Hat irgend jetzt einer von denen hier, von unseren Computergegnern, anfängt, Kernspaltung zu betreiben und uns auf einmal eine Atombombe auf den Kopf jagt? Überbrät, sag ich mal. So. Hier sind. Ne, die Kairo bleibt liegen. Hier ist noch ein Transportschiff. Das können wir einsetzen, um da den Panzer überzusetzen. So, dann müsste jetzt aber, wir haben jetzt ja schon mal einige Bomber. So, der muss landen. Zack. Der fliegt auch hier rüber. Oh, Sir, our population cannot support so many. Das ist jetzt aber ärgerlich. Okay. Karawane. Waren die nicht gerade schon wieder beruhigt und sind jetzt wieder, dann sind sie sofort wieder nervös geworden.
Okay, komm, wir können, vielleicht können wir ja ein paar Siedler-Einheiten auflösen. Soll man natürlich nicht machen eigentlich, aber naja, komm. Was soll das? So, jetzt müssen wir mal kurz nochmal hier die Städte durchgehen. Die bauen auch RS-Modul. Ich will jetzt hier. Wir machen jetzt volle Suppe Spaceship machen wir jetzt. Karawanen nützen uns dann nichts beim Space Race RS-Struktur. Die bauen bereits RS-Struktur, gut. Die bauen jetzt auch RS. Ich dachte, man könnte mit den Karawanen auch die Strukturen boosten, aber leider nicht. So. Wie gesagt, wir wollen jetzt ganz schnell natürlich unser Spaceship bauen. Den lassen wir noch fertig bauen. So, hier ändern wir auch auf RS-Struktur. Was immer eine RS-Struktur auch sein mag, ne? Manche wissen es bestimmt. So, den lassen wir auch nochmal fertig bauen. Und dann würde ich nämlich jetzt sagen, liebe Leute, ne? Seid nicht traurig, wir speichern jetzt mal ab. Wir sind heute sehr weit gekommen. Wir speichern hier mal. Zack, 1886 haben wir jetzt abgespeichert. Warte, ich sichere aus Sicherheitsgründen nochmal. Gut, das hat geklappt, damit wir ganz sicher gehen. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal auf Rückzug und gucken uns mal an. Boah, wir sind definitiv die Besten. 33. Simon Bolivar, den kenne ich gar nicht. Müssen wir mal recherchieren, wer war Simon Bolivar? So, okay, dann switche ich hier mal rüber. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, ich wünsche euch allen wie immer Glück und ein langes Leben. Macht's gut und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.